Eine kleine Ankündigung, liebe Freunde, bevor das Video losgeht, denn es gibt wieder Merchandise. Juhu! Passend zum Juni, passend zum Pride Month, eine kleine Regenbogenkollektion mit insgesamt 8 verschiedenen T-Shirts, einer Bauchtasche und einer Cap, jetzt erhältlich auf antheduck.com. Die ganze Kollektion wird eine Woche lang online sein, also von heute bis nächste Woche Sonntag bis Mitternacht. Also falls ihr Bock habt, dann checkt doch gerne mal ab. Bei diesem Merch wird es auch eine kleine Besonderheit geben, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Von einem der T-Shirts, nämlich von dem roten, werden die gesamten Einnahmen gespendet an Lambda. Lambda ist ein Verein, der sich für LGBTQ+ Jugendliche einsetzt. Wir haben ziemlich lange nachgeguckt, was die coolste Organisation ist, und ich fand, das war die mir persönlich am meisten zugesagt hat. Falls ihr also Bock habt, euch Merch zu gönnen, dann gönnt euch vielleicht sogar das rote T-Shirt, denn davon wird nämlich auf jeden Fall alles gespendet. Ich hoffe, das Merch gefällt euch und es ist ziemlich cool geworden. Ich finde, die Sachen sind ziemlich cool geworden und schön sommerlich und ich bin fröhlich. Was mir bei diesem Fotoshooting auch besonders wichtig war, war, dass wir auch Menschen abbilden, die sonst nicht vor die Kamera kommen. Menschen in allen Größen und Formen und Farben und Sexualitäten. Und ja, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Kollektion. Ich hoffe, euch gefallen die Bilder. Und das war's. Los geht's mit dem Dreckswohnungsumstyling. Willkommen zu einem neuen Video. Renovieren geht weiter. Ich hab mega Lust. Mega motiviert. Kein bisschen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Renovieren geht weiter. Hui, wir haben alle mega Lust drauf. Wir haben alle mega gut geschlafen letzte Nacht. Wir sind alle kein bisschen todmüde. Okay, kurz die wichtigste Frage vorab. Warum trage ich Katzenohren? Meine Haare sind fettig. Ich habe keinen Bock gehabt zu duschen, weil ich eh gleich wieder voll geschwitzt sein werde und dann wieder duschen muss. Also dachte ich mir, die Katzenohren kaschieren, dass meine Haare triefend nass und fettig und ekelhaft sind. Guck da bitte nicht hin. Jetzt guckst du da hin. Nein. In diesem Zimmer habe ich jetzt noch gar nichts geschafft. Ich bin so faul bei diesem Zimmer. Gott, im Wohnzimmer haben wir alles in 3 Tagen gemacht. Wir haben auch 3 Tage nicht geschlafen. Wir waren noch zu viert. Ich bin echt faul in diesem Zimmer, weil ich es echt langsam angehen lasse. Es soll auch gut werden. Schauen wir doch mal auf die Liste, was wir bisher geschafft haben. Die Wand zur Hälfte gestrichen. Ein paar Klamotten aussortiert. Das war's. Ich habe nicht mal alle Möbel rausgetragen, die raus müssen. Es ist immer noch dieser fette Schrank drin. Es ist immer noch dieses Stück von meinem Kleiderschrank drin. Ich möchte weinen. Spaß. Wenn ich jetzt weinen würde, bin ich bescheuert. Wir müssen heute streichen. Die Wand muss fertig gestrichen werden. Und dann, je nachdem, ob ich bis dahin schon tot bin oder noch lebe, bauen wir noch ein paar Schränke auf. Okay, fangen wir an. Denn wenn ich länger darüber nachdenke, was alles zu tun ist, umso müder werde ich und umso mehr ruft mich mein Bett. Anissa, komm ins Bett. Okay. Nein, ich muss mich zurückhalten. Ich muss den Raum fertig machen. Aber Anissa, es ist so viel. Du willst viel lieber schlafen. Ja, es stimmt, aber ich darf nicht. Aber du willst, aber ich darf nicht. Okay, ich gebe nach. Nein, ich gebe nicht nach. Wir machen jetzt das Video scheiße. Oh mein Gott, Alter. Ich bin so verballert, Alter. Oh, Kopf, halt die Fresse. Okay, wir streichen es einfach. Ich hab Bock auf diese Scheiße. Zeit, den Endboss zu besiegen oder so. Ich weiß gar nicht. Aktuell ist das der Endboss, aber vielleicht kommt noch irgendwas Schwierigeres während dieser Renovierung und dann wird einfach alles schlimmer. Also, ach ja. Ja, der Schrank muss auch noch raus. Okay. Wir haben den Schrank am letzten Mal schon... Wir haben den Schrank am letzten Mal schon ausgeräumt. Jetzt müssen wir noch die schwere Scheiße oben drauf wegmachen. Was haben wir hier? Geld? Denn ist dein Gehalt. Viel Spaß beim Ausgeben. Nicht alles auf einmal. Mein Gott, das ist meine alte Brille. Willst du mal sehen, was ich für Brillen getragen habe, als ich noch uncool war? Yeah. Ist ja voll klein in meinem Gesicht. Die habe ich vor... Boah, wann habe ich die getragen, Alter? Schon länger her. 4, 5 Jahre? Ich habe mittlerweile eine coolere Brille. Das ist meine jetzige Brille. Die ist -9. Aber die ist größer. Ich finde die cooler als die andere. Aber die ist halt so stark, dass wenn ich die anhabe, mein gesamtes Gesicht innerhalb der Brille so klein geschrumpft wird, dass ich aussehe, als ob ich eine Missbildung hätte. Sieht so seltsam aus. Ich bin ein Blindfisch, ein Hoch auf Kontaktlinsen, aber wenn meine Augen jetzt noch schlechter werden, kann ich keine Kontaktlinsen mehr kaufen, weil das schon das Maximum ist. Beten wir, dass alles gut geht. Was ist das für eine dumme Scheiße? Oh mein Gott, das hat meine Mutter mir geschenkt. Ey, Mütter, ne, die bringen einem manchmal so Sachen und dann so, guck mal, das habe ich nicht mitgebracht, du magst doch Enten. Und das ist halt so ein Ding, was so mit Solar sich auflädt und dann den ganzen Tag den hier macht. Ah, mein Abiturzeugnis, eine Kerze. Man sieht, Abitur sehr nützlich gewesen. Was lachst du so?
Wer hat sein Abiturzeugnis einfach irgendwo auf seiner Kommode rumliegen? Das ist wichtig, das sollst du irgendwo hinlegen, wo deine wichtigen Dokumente sind, nicht einfach irgendwo auf deinem Nachttisch drauf. Ich habe das letzte Mal, wann? Vor Jahren gebraucht? Es liegt immer irgendwo rum. Ah. Ich habe letztens Poster aussortiert und es war so in meinen Postern einsortiert. Ich finde dieser Schrank immer noch so schwer sein. Ich habe den komplett leer geräumt. Das ist nur 3 Bretter Holz. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Ich hänge mein ganzes Gewicht dran. Okay, jetzt mache ich ernst. Keine Weichei-Sülze mehr. Nur noch hart gekochte Sülze. Das klingt echt abartig, aber let's go. Das ist lächerlich. Meine hart gekochte Sülze hat immer funktioniert. Ja. Mein Gott. Ist er festgeklebt? What 9000? There's no way that can be right! Mama! Ich hab ne Idee. Dafür hab ich Abitur gemacht! Nani? 200 IQ. 500 IQ, Bitch! Siehst du? Deswegen lege ich mein Abiturzeugnis hier drauf, um mich daran zu erinnern, dass ich meinen Kopf benutzen muss. Das ist lächerlich! Okay, jetzt. Nicht hier reinfilmen, ist meine Höschen drin. In die Kamera gehalten. Echt? Ja. Ja. Der ist festgeschraubt! Ich bin gar nicht schwach! I'll be back. Das ist der einzige Schrank, den wir diese IKEA-Typen aufgebaut haben. Und natürlich ist der an der Wand festgeschraubt. Oh. Na! Na! Hart gekochte Sülze, let's go. Was laber ich hier für eine Scheiße? Och nö, ne? Das Ding ist nicht lang genug und bis zur Wand gekommen. Oh. Besiegt von einer IKEA-Kommode. Ich bin nicht besiegt! War klar, dass irgendwas faul ist. Scheiße, ey. So ein Frankenstein-Schraubenschlüssel. So aus so zusammenbaubaren Teilen. Tu einfach, wofür du bezahlt wirst, okay? Righty tighty, lefty loosey. Ja, es funktioniert! Das ist eine dumme Scheiße. Das erklärt, warum man diesen Schrank nicht schieben konnte. Es war tatsächlich der Endboss, aber nicht, weil er körperlich anstrengend war. Nein, er war schwer anstrengend für den Kopf. Ja. Wer hätte gedacht, dass das jemals diese Entwendung nimmt? Retour, Alter! Sagen wir, ich gehe erstmal eine rauchen, aber ich rauche nicht. Aber ich glaube, das wäre der Moment, wenn ich Raucher wäre, jetzt zu rauchen. Gott, bin ich pissed. Ich habe ein Déjà-vu. Nicht wirklich. Wir müssen die Scheiße also jetzt wieder abkleben. Ich habe mir noch eine Packung von diesem unfassbar übertrieben teuren Frog-Tape gekauft. Ich meine, F-Tape. Das ist echt gut gewesen, weil das hat sehr gut funktioniert. Ich bin sehr zufrieden damit. Wir benutzen das jetzt auch für den Rest der Wand. Wir haben das alles schon mal gemacht. Jetzt machen wir das einmal im Schnelldurchlauf. Ich will fertig werden mit der Scheiße, Mann! Yeah! Mache ich das irgendwie so wie damals? Ist das so wie beim letzten Mal? Ich weiß nicht, ich finde es so komisch. Es fühlt sich schneller an. Ja, deswegen mache ich es falsch. Ich meine, es gab doch nur eine Regel, das ist Dreieck. Und ich glaube, die hältst du jetzt ein. Es gab nur eine Regel, die war Dreiecke. Nice. So ein Speed, dass ich im Schiss habe, sonst das Froggy-Tape ausgeht. Ich hab nur eine Packung. Echt? Boah, alles gedacht. Natürlich denn. Was glaubst du, welche vor dir steht? Anissa hat nicht bemerkt, dass ihr Schrank festgeschraubt ist. Hast du es bemerkt? Nein, aber das steht ja nicht zur Frage.
Jetzt hast du da immer noch ein Viereck. Was? Mein Gott! Maron! Ich bin gefangen. Ich kann nicht runterkommen. Maron, bitte. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Dankeschön. Oh mein Gott. Maron, nicht das Klebeband essen. Nicht. Du wirst vergiftet und dann stirbst du, wenn du das Klebeband isst. Willst du enden wie ich? Wie? Das ist so gemein von dir. Oh mein Gott. Meinst du das ernst? Oh mein Gott. Das muss ich erstmal verarbeiten. Oh mein Gott, Maron. Ich habe gelernt. Denn ich habe jetzt nicht nur die beiden Rollen vom letzten Mal. Ich habe noch zwei weitere Rollen gekauft, weil es war echt Pain beim letzten Mal, die ganze Zeit zwischendurch diese Dinger auszuwaschen. An alle, die mir unter meinem letzten Streichvideo geschrieben haben, nimm doch einen Pinsel, das würde so viel besser gehen, du bist ja so dumm, weil du das mit einem ich habe das mit einem Pinsel versucht, während ich letztes Mal gestrichen habe. Was ihr gesehen hättet, hättet ihr mein Video aufmerksam geguckt. Und was soll ich sagen? Ich fand es mit einem Pinsel super anstrengend, weil es weder die Farbe gleichmäßig verteilt hat und weil es viel länger gedauert hat. Ja, mit so einer Rolle muss man ein bisschen mehr aufpassen, dass man nicht über die Ränder kommt. Aber alles in einem fand ich das sehr viel leichter und schneller. So, hört auf, mich alle für dumm zu halten. Was ist denn? Nur weil ich Katzenohren trage? Das reicht mir! So, meine lieben Freunde. Machen die Rolle voller Farbe. Danke, Dan. Alle einmal bitte Hashtag Ehrendan im Chat. Dankeschön. Er macht die gruseligen Dreiecke, die ganz weit oben sind. Band ist endlich fertig gestrichen. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Scheiß abziehen und dann endlich Möbel aufbauen. Let's go! Seid ihr bereit? Für den Peelpoint. Wir machen das nicht nochmal wie im letzten Video schon. Ich bin immer noch überrascht. Schau dir das an, Alter. Es funktioniert einfach so gut. Dieses Tape ist echt sein Gewicht in Gold, ja. Sein Gewicht in Gold, das habe ich nie gehört. Kennst du es nicht? Nee. Geilo! Sieht so cool aus mit der Kamera. Die Wand ist fertig. Hat ja nur 3 Wochen gedauert. Okay, morgen bauen wir noch die Möbel auf und dann kann dieses Zimmer endlich bald wieder bewohnt werden. Ich freue mich drauf. Bis dann.